Willkommen bei Krafthilfe, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den Rosti 500. So nehmen wir den, ne? Ich vergesse das immer. Und ja, ich spiele ja ab und zu Warzone zu Hause, auch bei Twitch, wenn ihr mich auf Twitch abonnieren wollt. Twitch, Kfz-Fuzis. Und ich habe mir gesagt, ey, ich habe hier eine S-Klasse. Wir haben ja hier hammer viel Platz. Guck, kannst du dir das mal anschauen? Eidosch, ich zeig das natürlich. Guck dir mal bitte an, wie viel Platz wir hier haben. Barbar-mäßig. Und ich habe gesagt, hier muss irgendwas hin. Ich möchte in dieser S-Klasse Warzone zocken. Ist das machbar? Und ja, was brauchen wir alles dafür? Und mal schauen, ob wir das auch hinkriegen. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es auch noch nie gemacht. Ich zeige euch das, ob es klappt oder nicht. Und wenn, dann spielen wir eine Runde Warzone zusammen. Ich habe natürlich ein paar Sachen dafür bestellt. Einmal hier Playstation. Ja, wie schwer mir eine Playstation bekommen kann, ne? Ich dachte, die Dinger kosten nichts mehr, weil Playstation 5 rausgekommen ist. Und nein, Leute verlangen so viel Geld für die Playstation. Unglaublich. Was habe ich gemacht? Ich habe meine Playstation Pro einfach von zu Hause mitgenommen. Ich bin ja wieso umgestiegen auf PC, von daher ist es ja auch wurscht. Spiele ich ja sowieso kaum damit. Es ist keine Werbung oder so, ich mache auch für nichts Werbung. Es ist einfach so, weil ich Bock drauf hatte. Also in einer S-Klasse einfach Warzone zu zocken. Ist das überhaupt machbar? Weil, stellt euch mal vor, ihr fährt in den Urlaub, habt aber nicht diese 0815 Games. Nein, ihr nehmt einen Playsee mit. Und dann könnt ihr spielen. Sagt doch mal, ist doch Traum von jedem Kind und Jungen und Mann und Senioren. Ist doch so. Frauen auch. Frauen auch, ne? Eidosch, du spielst ja auch Warzone, ne? Ja, ab und zu mal, ich lerne. Ja. Deswegen, so, ich habe ein paar Sachen besorgt. Ich weiß gar nicht, ob es passt oder nicht. Und wie gesagt, es ist keine Werbung, bitte. Ich brauche kein Werbevideo hinschreiben, weil es keine Werbung ist. So, ich habe bestellt, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ein Monitor. Nicht irgendein Monitor habe ich bestellt. Ja, dieser Monitor ist etwas teurer, weil wir HDMI-Anschlüsse und so haben. Kostet ein bisschen mehr. Ungefähr 130 Euro habe ich für das Ganze bezahlt. Das brauchen wir einmal. Klar, HDMI-Kabel brauchen wir auch. Dann eine Halterung dafür habe ich schon drin. Genau, 230 Volt Stecker haben wir hier. Keinen normalen Stecker. Das wird auch noch gleich interessant. Und dazu kommen wir jetzt. Und dann, was brauchen wir dazu? Natürlich einen Umwandler. Was ist ein Umwandler? Ganz kurz, laienhaft erklärt, weil ich es selber nicht weiß. 12 Volt kommt hier an, 230 Volt gehen wieder raus mit 500 Watt. Ob das reicht, weiß ich nicht. Es gibt natürlich auch mit 1500 Watt, 2000 Watt. Ich habe den Varianten mit 500 Watt genommen. Sehr, sehr günstig, eigentlich ungefähr 30 Euro. Das ist ein Umwandler. Von 12 Volt auf 230 Volt. Und wie macht ihr das? Ihr habt zwei Möglichkeiten hier, sehe ich gerade. Einmal Zigarettenanzünder. Zack, zack, anschließen, werden wir ausprobieren. Oder ihr geht direkt von der Batterie. Wenn ihr keinen Zigarettenanschluss habt bei euch, könnt ihr auch direkt von der Batterie nehmen. Aber das würde ich euch eher nicht empfehlen. Also bauen wir das Ganze erstmal mal zusammen. Ich habe sowas auch noch nie eingebaut, ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, ob das so jetzt gesund ist. Ich bin mir sicher, ja, die Batterie wird sehr drunter leiden. Definitiv. Deswegen ist es auch sinnvoller, wenn ihr damit fährt und ihr seid hinten am Zocken. Ganz wichtig. Also muss für dich ein anderer fahren. Ja, klar. Du kannst auch auf Chauffeur machen, Basis. Ne? Angeschlossen, rot auf rot, schwarz auf schwarz. Ihr kennt es. Okay, ist aber ein bisschen mager, ne? Kurz. Okay, ja, das ist echt jetzt sehr, sehr kurz. Ne, stell mal vor, ihr habt das jetzt, ich sag mal im Bereich bei der Gangschaltung, dann habt ihr überhaupt keinen Weg hier. Aber man kann es ja auch verlängern mit vernünftigen Kabel. HDMI-Kabel, das wollte ich eigentlich nicht. Dann haben wir einmal für den Fernseher. Und wir werden den Fernseher direkt ausprobieren. Der Einsteckplatz oder mehr? Einsteckplatz. Gerade hier haben wir den Stecker. Werden wir gleich an- und ausmachen. Ach, der zeigt nicht an, wie viel Volt wir haben. So, gut. Und so probieren wir das jetzt einmal ausprobieren. Mal schauen, ob es klappt. Dafür müssen wir einmal ins Auto rein. Hier an der Seite haben wir Zigarettenanzünder. S-Klasse. Und jetzt schauen wir mal, ob der funktioniert. Geht nicht. Zündung muss an. Das Ding funktioniert. Und hier siehst du auch falsch rum. So. Kein Signal. Das funktioniert schon mal. Einen Verlängerungskabel, in dem mehrere Stecker sind. Und werde versuchen, auch mal die Playstation anzuschließen. Mal schauen, ob das klappt. Zapfst hier den ganzen Strom ab. Playsee ist an. Playstation läuft. Oh mein Gott. So, ich tue das mal hier hin. Oh, nee, ist nicht. PlayStation sagen. Oder reicht das nicht aus? Ja, kann auch sein. Nee, der läuft jetzt.
PlayStation-Zeichen. Also, PlayStation. Ach so. Bildschirm. Ich muss kurz nach Hause, wie im Bett holen. Ach so, okay. Hammergeil, ja, ne? Ja, muss warten. Kannst ja weiterfilmen. Ich bin drinne. Yay. So, jetzt gucken wir mal. Ja, gut, wir haben ja kein Internet, ne? Ja, das machen wir doch jetzt. Schau, ich mach mal ganz kurz Internet. Oh nee, funktioniert nicht. Echt? Wir sind online. Oh, ich ja. Guck jetzt. Nee, warte, wir machen links. Vierer-Team. Das bin ich, Leute. Ja. Alter, durch 21. Oh, wir sind in einem Lobby. Oh mein Gott. Siehst du schon, du hast deinen Spaß hier, ne? Ja, und einer ist schon down. Oh mein Gott, sind die lost. Dein Teammitglied hat den Gulag betreten. Come on. Miami ist gut, ne? Hm. Let's go. Was macht der da? Chillt da. Was war passiert? Keine Ahnung, wo er geschossen hat. Gar nichts gesehen. Wir laufen, peace. Der Kampf läuft. Zugerichtet. Ja, egal. Das Geile ist, er hat es geschafft. Wir konnten Warzone in der S-Klasse spielen. Es ist ein Traum für jeden Zocker. Der Warzone spielt, der ist sehr, sehr oft ausgegangen. Das ist echt ein billiges Teil und ist nicht ausgelegt, damit ein PlayStation damit läuft. Wir konnten auch nicht länger spielen als 10 Minuten gerade. Ich meine, es ist okay, man kann es machen, aber wenn ihr das machen wollt, gebt lieber ein bisschen mehr Geld auf und kauft euch ein 1500 oder 2000 Watt, dann habt ihr auch keine Probleme. Aber 500 Watt war echt viel zu wenig. Was sagt ihr? Das würde mich voll interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kaufzituzzi. Bis dann. Rein. Ciao. Ja, Mama? Ja, ich bin noch voll am Arbeiten. Ja, das kann noch dauern. Ja, Essen kannst du später machen. Ich hole mir was zu essen. Ja, voll viel zu tun. Neues Jahr, weiß doch jeder, wie sein Outfit zu machen. Deswegen, ja, ich schätze mal, ja, bis Mittag, geh du schlafen. Tschüss. Gute Nacht.